Wir stehen vielleicht kurz vor einer Rezession. Das wird die meisten noch nicht mal groß überraschen. Was aber positiv überraschen könnte die nächsten Monate, das ist der Goldpreis. Gold ist normalerweise kein Rezessionsgewinner, es ist eher schon ein Inflationsgewinner. Aber in der speziellen Situation, in der wir im Moment sind, da kann es von einer Rezession möglicherweise eben doch profitieren. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Die letzte Woche war historisch. Man glaubt es nicht, die EZB hat wirklich und wahrhaftig Leitzinserhöhungen angekündigt. Im Juli soll die erste kommen auf 0,25%. Wer hätte gedacht, dass wir in Europa jemals wieder einen positiven Leitzins erleben? Und dementsprechend Begeisterung deutschlandweit. Es hat Szenen gegeben wie seit dem Fall der Mauer nicht mehr. Die Leute sind auf die Straße gegangen mit Tränen in den Augen. Überall spontane Partys, so wie hier in Westerland. Es sind bewegende Bilder. Was wir hier sehen, das hat natürlich auch zu tun mit dem 9-Euro-Ticket. Dadurch ist er zum Beispiel auf Sylt, was eigentlich die Insel ist, wo sich die Wirtschaftselite vergnügt. Dadurch ist auch da eine völlig neue Situation entstanden. Und die Sylter sind davon ja auch ganz angetan, weil das Publikum ist jetzt einfach auch nicht mehr so asozial wie sonst immer. Aber Scherz beiseite, kein Mensch freut sich natürlich über die EZB, obwohl sich ja alle jahrelang beschwert haben, dass die EZB mit ihren Nullzinsen die Anleger enteignet. Nur jetzt, wo die Wende kommt, da haben die Anleger erst recht Angst, vor allem wenn sie auch noch Aktien haben und Immobilien haben. Und sie haben auch große Angst davor, dass das jetzt die Wirtschaft, wo das Wachstum ja sowieso schon stark zurückgeht, dass das die Wirtschaft jetzt endgültig auch in die Rezession treibt. Die Stimmung in der Wirtschaft und bei den Verbrauchern, die ist sowieso mies. Und wir haben das Problem ja schon bei den Inflationserwartungen. Die Inflation an sich ist erstmal gegeben natürlich, sie kann sich aber eben auch noch dadurch verschärfen durch entsprechende Erwartungen. Und das Gleiche haben wir eben auch im Moment bei den Konjunkturerwartungen. Erwartungen können selbsterfüllende Prophezeiungen sein. Es gibt tausend Beispiele dafür im täglichen Leben. Wenn Sie in einer Felswand hängen und Sie denken sich, ich falle bestimmt gleich runter, dann fallen Sie ganz sicher runter. Darum vorher lieber immer ordentlich Mut antrinken vor sowas. Und wenn man zum Beispiel vor der Einführung vom 9-Euro-Ticket solche Schlagzeilen produziert wie hier, Ansturm erwartet, Sylt in Angst vor den 9-Euro-Urlaubern, dann ist auch völlig klar, was man dann kriegt. Oder wenn genug Leute glauben, Toilettenpapier wird jetzt knapp, dann wird es eben auch knapp. Märkte und Gesellschaften, das sind Systeme, die auch auf Erwartungen stark basieren. Und dann ist es eben auch für den Einzelnen völlig rational, wenn er vor einer Packung Toilettenpapier steht, wenn es also noch welches gibt, dass er die dann eben auch noch mitnimmt, auch wenn er vielleicht schon genug hat und wenn er sowieso schon übergewichtet ist in Toilettenpapier. Die Lage ist, wie sie ist, aber sie wird eben durch Erwartungen unter Umständen noch verschärft. Ich beziehe mich bei dem, was ich jetzt dann sage, vor allem auf die USA. Das, was da passiert, passiert so ähnlich auch bei uns und vor allem, es dominiert ja auch bei uns die Finanzmarktentwicklung. Und bis jetzt war es so in den USA, dass die US-Wirtschaft im Vergleich zur europäischen Wirtschaft eigentlich sogar noch relativ gut dasteht. Und auch die Datenlage jetzt im Moment, die ist jetzt auch nicht nur schlecht, sondern sie ist, ja, kann man sagen, erstmal gemischt. Aber es mehren sich doch die Warnsignale. Also Arbeitsmarkt zum Beispiel ist immer noch robust bekanntermaßen und das BIP im ersten Quartal, das war zum Vorjahr auch noch robust, aber es ist zum Vorquartal zurückgegangen schon, umannualisiert 1,4%. Überraschenderweise, weil man hat ja mit einem Anstieg gerechnet eigentlich.
Dann der Atlanta Federal Reserve GDP Tracker, das ist ein Wachstumsindikator der Fed Atlanta. Der ist letzte Woche zurückgegangen auf nur noch 0,9% Wachstum fürs zweite Quartal. Am 1. Juni hat er noch 1,3% Wachstum angezeichnet. Das bröckelt also auch. Dann das US-Verbrauchervertrauen, erhoben von der Uni Michigan, das wird auch immer schlechter. Das ist der Chart für die letzten 10 Jahre. Wir sind schon lang weit unter dem, was normal war im letzten Jahrzehnt. Und der erste starke Einbruch, der war hier natürlich am Anfang von der Corona-Krise. Da hat er sich dann erstmal langsam erholt, das Verbrauchervertrauen. Die Wirtschaft hat sich dann ja auch erholt und es hat ja vor allem in den USA auch riesige Staatshilfen gegeben. Und die sind aber ausgelaufen und das kann man ja auch unmöglich so weitermachen jetzt. So dass seit Mitte letztes Jahr trotz gutem Arbeitsmarkt, das ist entscheidend, das Verbrauchervertrauen jetzt wieder stark nach unten geht. Vor einem Jahr war es eben noch bei über 85, im Mai aber nur noch bei 58 und Mitte Juni jetzt der vorläufige Wert sogar nur noch bei 50. Und was das Vertrauen besonders belastet, ist natürlich hier auch wieder die Inflation. Hier die Erwartungen, die man hat in den USA, wie sich das eigene Realeinkommen entwickeln wird im nächsten Jahr abzüglich Preissteigerungen. Auch und gerade das fällt jetzt komplett von der Klippe. Jetzt kann man aber natürlich sagen, naja, die amerikanischen Haushalte, die haben doch immens was auf die Seite gelegt, die haben doch Hilfen bekommen und die haben in der Corona-Krise aber nicht viel ausgeben können. Hier eine Grafik von JP Morgan, verfügbares Einkommen minus Ausgaben, also sprich die Ersparnisse der amerikanischen Haushalte. Die steigen normalerweise langsam, dann hat es aber eben diesen Riesenschub gegeben in der Corona-Krise, nur das ist schon wieder vorbei. Sie haben schon wieder viel ausgegeben und dadurch, dass die Inflation jetzt eben so hoch ist, ist das Wachstum der Ersparnisse jetzt sogar unter der langfristigen Wachstumsrate. Von der Seite kommt jetzt also auch kein Impuls mehr. Und was besonders bedenklich ist noch, es gibt eine regelmäßige Umfrage von CNBC unter den CFOs von großen Unternehmen. Und von denen glauben jetzt 68%, dass im ersten Halbjahr 2023 eine Rezession kommt. Aber vor allem, kein einziger von denen glaubt, dass sich grundsätzlich eine Rezession jetzt verhindern lässt. Und wenn man das eben glaubt bei den Konzernen, dann hat das natürlich auch Folgen für die Investitionen und so weiter. Und darum glaube ich auch, die Rezessionsgefahr, die wir jetzt haben, auch in den USA, die ist sehr wahrscheinlich eben doch höher, als viele glauben im Moment. Aber eigentlich geht es ja um Gold hier heute. Und Gold ist nicht bekannt als der große Rezessionsschutz. Es ist bekannt als Inflationsschutz. Und normalerweise sind es ja auch ja, so eine Art Gegensatzpaare fast schon. Wenn die Wirtschaft heiß läuft, gibt es Inflation. In der Krise gibt es eher Deflation. Aber wir sind eben nicht in einer normalen Inflationsphase im Moment, sondern wir sind in einer Stagflationsphase mit hohem stagflationären Druck. Wir haben also nicht nur ein Problem von den beiden, wir haben beide Probleme zusammen. Und ein Stagflationsumfeld ist normalerweise gut für Gold. Das ist Gold in Dollar die letzten 2 Jahre. Was man hier jetzt nicht mehr sieht, das ist der Anstieg von Gold vor der Corona-Krise. Man sieht da noch einen Teil von dem Anstieg am Anfang der Corona-Krise. Dann sieht man das Allzeithoch vom Sommer 2020. Und was seitdem passiert ist, das hat natürlich viele Anleger enttäuscht. Vor allem, weil inzwischen ja ein massiver Inflationsanstieg war. Dann haben wir aber jetzt im ersten Quartal nochmal eine kurze Rallye gehabt mit einem Hoch im März, kurz nach Anfang vom Ukraine-Krieg. Aber auch da, unter diesem Hoch, liegen wir jetzt schon wieder $170 drunter. Zeitweise waren es sogar über $200, die wir drunter liegen. Und wie gesagt, trotz starkem Inflationsdruck. Ich werde ja manchmal getadelt, dass ich zu Gold immer so kurzfristige Analysen mache, weil die Schwankungen da um ein paar Prozent hin und her, darum würde es doch gar nicht gehen, wenn man Gold hat. Und ich bin da völlig bei Ihnen. Nur mir geht es eben immer um die Frage, was treibt im Moment Gold an, welche Kräfte wirken da gerade in der jeweiligen Lage.
Und dann gibt es natürlich schon auch Anleger, die Gold auch kurzfristig handeln. Und das Wichtigste in dem Zusammenhang ist aber vielleicht auch, dass diese Schwankungen natürlich schon eine große Rolle spielen für diejenigen, die Goldaktien haben. Also zum Beispiel die Korrektur beim Goldpreis, die wir gehabt haben seit März, die hat jetzt die Goldbesitzer vielleicht nicht so hart getroffen, aber die, die Minenaktien haben, die hat das schon relativ stark wieder getroffen, weil die Minenwerte, die reagieren da sehr, sehr empfindlich oder haben diesmal sehr empfindlich reagiert. Insofern ist es schon auch wichtig, vielleicht so eine Betrachtung. Und apropos Aktien, von uns gibt es zusätzlich ja immer die Zukunftsmärkte-Reports. Morgen kommt wieder einer raus, da geht es aber nicht um Goldaktien, sondern da geht es um Ölaktien. Es geht um einen Sektor, der ja die letzten Monate gegen den Markttrend weiter gestiegen ist. Und es geht diesmal speziell um chinesische Ölaktien auch. Weil da sind wir der Meinung, die sind in diesem Ölboom, den wir gehabt haben, ein bisschen vergessen worden jetzt. China-Aktien sind schlecht gelaufen seit Anfang 2021. Das heißt aber nicht, dass die chinesischen Ölkonzerne von diesen hohen Ölpreisen, die wir gerade haben, nicht auch profitieren würden. Und die Reports von uns, die sind gratis. Dieser geht morgen raus. Also tragen Sie sich noch ein dafür schnell, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, auf www.zukunfts-märkte.de. Chinas Ölkonzerne gibt es da jetzt noch Kaufchancen. Und der Link dafür, für diese Reports, der ist wie immer auch hier nochmal unter dem Beitrag. Okay, aber zurück zum Gold. Würde es jetzt rein um Inflation gehen und um die Realzinsen, dann hätte Gold durch die Decke gehen müssen in letzter Zeit. Ist es aber nicht. Schauen wir uns diese letzten 2 Jahre nochmal an. Immer wieder relativ hohe Schwankungen, klar. Aber also erstmal würde ich sagen, so bis Herbst letztes Jahr, da hat der Markt eben diese Argumentation von den Notenbanken noch geglaubt, dass die Inflation nur vorübergehend sei. Und dann so ab Herbst kommt die Erkenntnis, oh, so vorübergehend ist sie wohl doch nicht. Und die Notenbanken sind wahrscheinlich mit ihrer Reaktion jetzt auch ziemlich spät dran. Da hat Gold dann nach oben gedreht, ist zusätzlich noch angeschoben worden durch den Ukraine-Krieg. Und jetzt aber wieder die Korrektur. Und da würde ich sagen, da haben die Anleger den Eindruck, dass zumindest die Fed die Inflation jetzt doch ernst nimmt oder dass sie sie vielleicht sogar zu ernst nimmt, weil die Meinung gibt es ja plötzlich auch, dass die Inflation oder die Inflationsrate jetzt sowieso wieder zurückgeht, allein schon durch Basiseffekte. Dass aber eben dadurch auch die Fed mit ihren Leitzinserhöhungen jetzt eben das Wachstum abwirkt und damit natürlich auch den Inflationsdruck sehr wahrscheinlich. Und wie eingangs besprochen, dieses Rezessionsszenario ist eben auch nicht so abwegig. Und ich habe darum in meinem letzten Gold-Video auch schon gesagt, so richtig optimistisch bin ich noch nicht für Gold, weil gleichzeitig steigende Zinsen und eine fallende Inflation, zumindest mutmaßlich, wer will in so einer Situation Gold haben? Nur auch das kann falsch sein. Und ich habe das Gefühl, wir nähern uns jetzt vielleicht wieder einem Wendepunkt. Also nehmen wir nur mal die Marktentwicklung am letzten Freitag, nur mal so als Momentaufnahme. Der Dow Jones Index ist abgerutscht um 2,7%, der Nasdaq Index sogar um 3,5%, Gold ist aber gestiegen um 1,3%. Warum? Es kamen die neuen Inflationsdaten. Die Erwartung war, wie immer, die Inflation geht jetzt zurück, aber von wegen, sie ist im Mai nochmal gestiegen auf 8,6%, neues 40-Jahres-Hoch. Und das heißt natürlich, wir haben eben diese alte Zwickmühle nach wie vor. Und die Notenbanken können nicht gleichzeitig die Inflation bekämpfen und die Wirtschaft stützen. Sie können die Zinsen nicht gleichzeitig anheben und senken. Und wenn das wirklich unser Basisszenario ist jetzt für die nächsten Monate, dann ist es für Gold zumindest mal deutlich besser als für Aktien. Es ist für Aktien das denkbar schlechteste Szenario eigentlich. Und für Gold ist es aber okay, weil Gold ist ein Edelmetall und Gold braucht kein Wachstum. Und es ist umso besser für Gold. Je eher man an den Punkt käme, wo man merken würde, die Fed kann und wird wegen der Rezessionssorgen eben doch nicht wirklich angemessen reagieren auf die Inflation, die auch doch nicht wirklich zurückgeht im Moment. Und das macht Gold dann eben auch zu einem Rezessionsgewinner. Paradoxerweise.
Ich glaube nicht, dass dieser Punkt jetzt schon erreicht ist, weil im Angesichts von diesen Inflationsdaten vom Freitag, da wird die Fed jetzt schon erstmal ihre Entschlossenheit bekräftigen und demonstrieren. Aber warten wir andere Wirtschaftsdaten mal ab die nächsten Wochen. Das kann dann auch schon wieder ganz anders aussehen. Und jetzt könnten Sie natürlich zu Recht sagen, ja Gott, was soll das jetzt alles? Das ist doch alles Mist, weil eigentlich ist der US-Leitzins doch faktisch erst bei 0,75 bis 1% und die EZB hat ja faktisch noch gar nichts gemacht. Sie reagieren also weder adäquat auf die Inflation, sowieso nicht, noch würgen sie in irgendeiner Weise die Wirtschaft ab mit dieser schlaffen Reaktion. Der Witz ist aber, die Wirtschaft wirkt sich schon selber ab, direkt und indirekt über die Finanzmärkte. Das ist ja das Schöne an den Erwartungen. Die haben das schon vorweggenommen. Die Anleihezinsen am Markt sind schon stark gestiegen in den USA. Die Hypothekenzinsen sind auch schon stark gestiegen. Immobilienmärkte, das ist auch so ein Thema. Das wird auch akut global die nächsten Monate, werde ich demnächst auch behandeln hier. Aber wie auch immer, die Märkte haben der Fed eben einen Teil ihrer Arbeit schon abgenommen. Die Fed muss jetzt selber diese Nachfragezerstörungsarbeit in dem Sinn gar nicht mehr leisten. Wir haben eben an den Märkten selbsterfüllende Prophezeiungen und Krisen brauchen ja auch nicht immer ganz konkrete Gründe, sondern man kann sie eben auch herbeischreiben und herbeiquatschen. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Die Risiken sind natürlich erhöht im Moment für alle Anlageklassen. Das gilt auch für Gold, aber ich bleibe trotzdem dabei, obwohl die Lage uneindeutig ist, im Moment noch, dass man als Anleger auch Gold haben sollte und dass es eben die nächsten Monate auch positiv überraschen kann und dass man je nachdem, wie groß das eigene Depot ist, auch die eine oder andere Goldaktie haben kann, durchaus. Teuer sind die ja auf jeden Fall auch nicht mehr. Okay, und jetzt muss ich noch schnell zum Marienplatz. Da ist jetzt die Mega-EZB-Zinsparty heute inklusive Weißbierdusche für Christine Lagarde als inoffizieller Programmpunkt. Das nächste Video hier von mir ist am Donnerstag, wenn ich mich erholt haben sollte bis dahin. Aber Sie könnten mich natürlich auch motivieren mit einem Kanal-Abo. Dabei auch die Glocke drücken, dann sehen Sie sofort, wenn das nächste Video von mir da ist und was für ein Thema das dann auch hat. Und denken Sie natürlich außerdem noch auch an die Zukunftsmärkte-Reports von uns zu den Aktien, diesmal aus dem chinesischen Ölsektor. Der geht morgen raus, also denken Sie dran, dass Sie sich dafür auch noch schnell eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.